Gelbe Linsen mögen Suppe mit geröstetem Blumenkohl erstens Linsen im Sieb kalt abspülen und abtropfen lassen, mögen putzen, schälen und in ca. 1,5 cm große Würfel schneiden, Knoblauch, Zwiebeln und Ingwer feinwürfeln, Kreuzkümmel in eine Pfanne ohne Fett anrösten, Geflügelfond erhitzen, zweitens 2 Exaliter Olivenöl in einem großen Topf erhitzen, Möhren bei mittlerer Hitze 8 bis 10 Minuten braten, Zwiebeln, Knoblauch und Ingwer zugeben und glasig dünsten, Linsen zugeben, kurz mit dünsten, Harissa und Kreuzkümmel zugeben und mit Geflügelfond auffüllen, Gemüse bei mittlerer Hitze in 20 bis 25 Minuten weichgaren, Suppe mit dem Schneidstab sehr fein pürieren und mit Salz, Pfeffer, Honig und Zitronensaft abschmecken, Suppe warm halten. Drittens für das Gewürzöl 5 Exaliter Olivenöl in eine Pfanne erhitzen, Schwarzkümmel darin 2 bis 3 Minuten braten, Poolbiber und getrocknete Minze zugeben und sofort in eine Schale geben. Viertens Blumenkohl putzen, waschen und in kleine Röhrchen teilen, restliches Olivenöl in eine Pfanne erhitzen, Blumenkohl bei starker Hitze 4 bis 5 Minuten braten. Joghurt zugeben, mit Salz würzen und bei milder Hitze 1 bis 2 Minuten unterrühren garen. Fünftens Dillspitzen abzupfen und feinschneiden. Suppe in Schalen anrichten. Je etwas von der Blumenkohlmischung auf der Suppe verteilen. Mit dem Gewürzöl beträufeln und mit Dill bestreuen.